Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt auf meiner Insta-Story abgestimmt, was ich heute hochladen soll. Da dachte ich mir entweder eine No Mirror Makeup Challenge oder halt einen neuen Kanal-Trailer, weil den könnte ich auch langsam mal aktualisieren. Und ihr habt für die No Mirror Makeup Challenge gestimmt. Hier ein kleiner Screenshot von meiner Story. Dann werde ich mich jetzt einfach mal abschminken. Dafür nehme ich natürlich einen Spiegel, weil... Naja. Ich werde dann auch das Display von meiner Kamera umklappen, damit ich mich auch nicht im Display sehe. Ja, dann quatsche ich gar nicht lange rum, sondern fange auch schon mal an, mich abzuschminken. Übrigens könnt ihr bei The Next Makeup Artist von Makeup Factory immer noch für mich abstimmen, jeden Tag. Ich packe euch den Link wieder in die Infobox und in die Kommentare. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr wirklich jeden Tag für mich abstimmt, dass ich vielleicht irgendwie noch eine Chance habe, in die Top 50 zu kommen. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, steht schon fest, wer bei den Next Face Awards in den Top 20 ist. Ja, das werdet ihr dann auch im nächsten Video erfahren, beziehungsweise auf Instagram und überall werde ich das wahrscheinlich posten, falls ich weiterkommen werde. Und auch falls ich nicht weiterkommen werde, folgt mir auf jeden Fall auf meinen Social Media Kanälen, dann wisst ihr Bescheid. Ich stelle mir das auch total schwierig vor, weil beim Schminken hat man ja immer einen Spiegel. Und dann hat man auch immer so einen Punkt, wo man hingucken kann, aber wenn man keinen Spiegel beim Schminken hat, wo soll ich hingucken? Soll ich einfach geradeaus gucken oder... irgendwie auf meinen Finger oder ich habe keine Ahnung. Das wird bestimmt erstmal mega irritiert sein, weil man einfach nichts hat, worauf man sich fokussieren kann. So eine ähnliche Challenge habe ich auch schon mal gemacht, allerdings halt mit Spiegel, aber mit gemixten Produkten, und zwar die Mixed Make-up Challenge. Da habe ich aus einem Lostopf quasi gezogen, welchen Schritt ich mit welchem Produkt machen muss. Das kann ich euch auch mal in der Infokarte verlinken. Es sah am Ende aus, als hätte ich ein vollgekacktes Gesicht. Jetzt werde ich den Spiegel von meiner Lidschattenpalette hier mal noch mit so einem Kosmetiktuch verdecken. Ich mache das, glaube ich, mit einem Haargummi oder so fest. Aber zuerst werde ich euch noch beweisen, dass ich das Display rumdrehe. Und tschüss. Jetzt sehe ich wirklich auch auf der Kamera gar nichts mehr. Hier sieht man jetzt auch nichts mehr. Das ist übrigens die Appetitpalette von The Balm. Falls sich jemand fragt. Dann fange ich gleich an mit der Foundation. Dafür benutze ich die NYX Total Control Drop Foundation, was sehr unpraktisch ist, weil die fast alle ist und deswegen aus der Pipette nichts mehr rauskommt. Und ich die deswegen auf mein Gesicht kippen muss. Da kommt eh nichts raus. Okay, ich probiere es einfach mal auf meinen Handrücken zu machen und es dann in mein Gesicht irgendwie zu schmieren. Weil wenn ich das jetzt direkt in mein Gesicht mache, weiß ich, dass ich meine Klamotten dann nie wieder anziehen brauche. Ich habe so das Bedürfnis, in den Spiegel zu gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so komisch. Ist das gut verteilt ist oder nicht, ey. Das bringt mich gerade innerlich so zum Ausrasten. So. Na gut, ich lasse es jetzt. So, dann mache ich jetzt mit Concealer weiter. Und zwar nehme ich den Wake-Up Concealer von Manhattan. Ich hoffe ja auch, dass ich bei den NYX Face Awards... Ich darf mir nicht in die Augen schmieren. Dass ich da in die Top 20 komme, weil ich habe so viel Make-up, was gerade alle geht. Und ich kaufe es mir die ganze Zeit nicht nach, weil ich immer noch in der Hoffnung bin, dass ich bei den NYX Face Awards weiterkomme und naja, mir dann das Geld sparen kann, das nachzukaufen, weil es ja da wahrscheinlich drin sein wird. So, dann sette und konturiere ich jetzt mit dem NYX Contour Kit. Mach zuerst mit dem hellen Ton. Okay, jetzt versuche ich einigermaßen mal zu konturieren. Am Ende habe ich so richtig schöne schwarze Balken im Gesicht. Aber es ist immer cool, wenn man wirklich keine Ahnung hat, wie es dann am Ende aussieht. Dann guckt man in den Spiegel und man denkt sich so... Nein. Nein. Dann gehen wir jetzt mal... Ach nee, Quatsch, ich muss ja noch meine Nase konturieren. Das kriege ich nicht mal hin, wenn ich alles sehe. Ich bin so schlecht in Nase konturieren. Ich habe sonst immer den großen Pinsel genommen, einmal fertig war's. Blush, und zwar nehme ich das von NYX in der Farbe 11 Amber. Dafür nehme ich wieder aus der NYX Contour Palette einfach diesen Highlighter-Ton. Ist da meine Augen? Ist da meine Augenbraue? Ich weiß es nicht. So, Leute. Augenbrauen. Das kann nicht gut gehen. Ich nehme die Tame & Frame von NYX in der Farbe Chocolate. Ich will einen Spiegel.
Das ist, glaube ich, der schwerste Part ohne Spiegel. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt aussieht. Na gut. So, was kommt jetzt? Lidschatten, glaube ich. So, die The Balm Appetit Palette. Ich glaube, da kommt jetzt bestimmt ungefähr sowas bei raus, wie das, wo mich mein Freund geschminkt hat. Kann ich euch auch mal in der Infokarte verlinken. Das war auch ziemlich lustig. Er hat mir die Augenbrauen des Todes gemalt, aber ich glaube, ich habe die gerade übertroffen. Ja, jetzt kommt Eyeliner. Wird nicht gut gehen. Ich habe das Gefühl, das ist komplett schief gegangen. Und ich glaube, das ist aus wie eine Bürste, das wischt man alles noch nicht in den Mund. Ich bin an meine Nase gekommen. Dann mache ich jetzt mal meine Lippen, und zwar nehme ich den NYX Lingerie in der Farbe Bedtime Flirt. Und jetzt mache ich da noch was drüber, was ich auch noch nie benutzt habe. Und zwar von Manhattan Oh My Gloss in der Farbe 130 Beige Babe. Ja! Wird Zeit, sich einen Spiegel zur Hand zu nehmen. Okay. 3, 2, 1. Meinem Freund sind meine Augenbrauen besser gelungen. Contouring ist tatsächlich echt gut gelungen. Meine Lippen habe ich leicht overlined. Aber macht heutzutage ja sowieso jeder. Ja, Mascara natürlich wieder alles getuscht, außer die Wimpern. Aber ich muss sagen, der Lidschatten ist echt gut gelungen. Ja, und der Lidstrich? Ich bin wirklich begeistert, dass der so gut geworden ist. Ist ja einigermaßen gut geworden, ne? Was haltet ihr von diesem Look und von dieser Challenge? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und nicht vergesst zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, ganz wichtig. Sonst seht ihr meine neuesten Videos höchstwahrscheinlich gar nicht. Deswegen geht doch nochmal sicher, aktiviert die Glocke und stellt auf immer benachrichtigen. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dahin, bye bye und ich hab euch lieb. Ciao.